Sehr geehrte Damen und Herren, vor allem aber auch sehr verehrte liebe Frau Schuchardt. Ich war natürlich etwas verdutzt darüber, dass ich, ausgerechnet ich, also nahezu ein Fossil, hier als Erster die Glückwunschreden beginnen sollte. Aber dann habe ich nachgedacht und mir ist klar geworden, dass wir eigentlich zur gleichen Zeit, nämlich vor einem halben Jahrhundert, Anfang der 70er Jahre, einen neuen Abschnitt unseres Lebens, zumindest einen Teilabschnitt unseres Lebens begonnen haben. Sie traten ein in die Arbeit für den Staat und ich habe, weil ich ja für Bildungsplanung zuständig war, habe mir dann vorgenommen, in der Erwachsenenbildung mal eine Zielgruppenarbeit zu entwickeln, die vorhin schon erwähnt wurde. Die Mitarbeiter des Ministeriums damals waren aber, ich sag's mal ganz salopp, arme Schweine. Der Bund hatte Zuständigkeiten in der Bildung bekommen, aber nur Mitwirkung in der Bildungsplanung. Wir sollten planen, wir durften Bildungsgesamtpläne ausarbeiten. Pläne, was sollen Pläne? Also die Ministerialbeamten waren nicht nur dumm und schläfrig, sondern wollte mehr. Ich hatte mir überlegt, man sollte die Gruppen mal einzeln und spezifisch ansprechen, also eigene, wie man damals so schön sagte, Curricula, herrliches Wort, entwickeln. Wie sollte ein Ministerium das machen? Wir hatten Geld, wir hatten die Möglichkeit, Modellversuche zu machen, aber wer? Im Ministerium gibt es dafür keine Leute. Also, ich überlegte mir, ich brauchte Agenturen, Einzelpersonen oder Institutionen, die die Verantwortung, die Durchführung, die Mitarbeit für diese Zielgruppen, Entwicklung von Zielgruppen, Curricula eben in die Hand nehmen. Ja, und so geriet ich an Sie, Frau Schuchardt. Sie waren damals schon durch Ihre gute Doktorarbeit ausgezeichnet. Und dann habe ich Sie als meine Agentur, als meinen Agenten, habe ich Sie dann auserwählt. Und so sind wir also auch zusammengekommen. Ich plante also mit Ihnen zusammen diese ersten Modellversuche und das war aber nur, was ich nicht ahnen konnte, der Anfang für ein großes Werk an nicht nur Modellversuchen, sondern vor allem an Schriften, an Büchern und Ähnliches, das Sie da entwickelt haben mit dem schönen Namen, den Sie sich dabei gemacht haben und mit Ihren großen Ideen. Schon erwähnt hatte man ja vorhin, ich glaube, Sie waren es selber, Ihre Aktivitäten, die Sie auch hier im Bundestag in die Wege gesetzt haben. Ich nenne es mal die Mega-Projekte, mit denen Sie begonnen haben. Das war, also Sie müssen sich das mal vorstellen, 1000 Mitarbeiter, 1000 Behinderte und Nichtbehinderte, pardon, Sie sagen Menschen mit Behinderung, ich sage mal zwischendurch, um es kurz zu machen, Behinderte, Bürger aus Braunschweig kamen hier angereist mit Bussen. Ich habe versucht, mir mal auszurechnen, wie viele Busse das gewesen sein sollen. Also es war ein Ansturm auf den Deutschen Bundestag, der aber hier sehr mit Freude begrüßt worden ist. Jedenfalls haben die Mitarbeiter, wie ich gehört habe, das jedes Mal freundlich begrüßt. Zweimal im Jahr kamen sie angestürmt. Das ist aber nur eines von diesen, was ich Megaprojekte nenne. Die anderen sind zwar auch ganz kurz erwähnt worden. Ich will sie etwas ausführlicher erwähnen. Die Mitarbeit als, ich will mal sagen, als Engel von Tschernobyl, das war ja ein weiteres Projekt. Da wurden also tatsächlich Kinder von Tschernobyl nach dem Unglück damals hier nach Deutschland geholt, in Familien gebracht, sodass sie eine Ferienzeit hier verleben konnten. Und Frau Schuchardt hat aber das organisiert, indem sie zunächst mal dorthin gefahren ist, Familien besucht haben, dort, wie Sie mir mal erzählt haben, ich glaube, auf einem Kachelofen übernachtet haben und all sowas. Das hat sie alles dort miterlebt. Das war auch eines ihrer Großprojekte. Oder auch, vorhin erwähnt, nur ganz kurz in Südafrika, das war im Auftrage des Internationalen Amtes für, Moment, nein, es war das Internationale Arbeitsamt.
das war in Wien, nicht in Genfer, sondern das war in Wien. Und dort, was sollte sie tun? Sie sollte sich um eine Zusammenarbeit, eine Integration von schwarzen und weißen Schülern bemühen. Gut, sie nahm es in die Hand und sie erreichte das. Das sind also Megaprojekte von Ihnen, Frau Schuchert. Als Sie dann Bundestagsabgeordnete wurden, haben Sie also diese Projekte schon mal noch nebenher in die Hand genommen, aber dann nicht alleine. Das, sondern Sie grasten auch in Nachbardisziplinen. Also schon erwähnt wurden hier die Quantenphysiker. Ich glaube, dass der Quantenphysiker Böhmer heute auch anwesend ist. Und Sie erreichten es, Sie bezürzten ihn, habe ich fast überlegt, dazu, ihn zu bestätigen, dass der Begriff in der Quantenphysik kompatibel ist mit dem Begriff, den Frau Schuchert entwickelt hat. Ich muss sagen, alle Achtung. Ich darf jetzt hier auf Einzelheiten gar nicht mehr eingehen, wir sind ja an 5 Minuten gebunden. Liebe Frau Schuchert, ich bin nicht nur mit losen Worten hierher gekommen, sondern mit einem Geschenk. Allerdings, wie man heutzutage sagt, einem virtuellen Geschenk. Ich biete Ihnen einen Staatsmann an, den Sie noch nicht in Ihrem, soweit ich weiß, in Ihrem Raritätenkabinett da drin haben. Ein Staatsmann, der mal zu seinen Engländern gesagt hat, jede Krise hat auch ein Türchen, durch das man hinausgehen kann. Und er soll wohl auch mal von der Krise als Chance gesprochen haben. Es war Winston Churchill.